Hallo, heute geht es um das Thema Pinsel. Ich zeige euch nicht alle Pinsel, die ich besitze, sondern die, die ich momentan am häufigsten benutze. Ich dachte, das macht am meisten Sinn. Zur Pinselaufbewahrung. Für meine Gesichtspinsel benutze ich so einen kleinen Aufsteller von Anasui. Habe ich irgendwann mal bei ASOS erbeutet im Sale. Ich glaube, die gibt es auch noch. Ich fand halt die Aufmachung ganz hübsch. Deswegen der. Und für Concealer und Augenpinsel benutze ich hier so ein Teilchen von DM. Kam, glaube ich, 7 Euro. Ihr seht ja, hier ist auch noch mehr Kram drin. Also hier stecke ich dann auch so diverse, wie gesagt, Concealer rein. Hier dümpel ein paar Lip Liner rum. Also ich finde diese Art der Aufbewahrung irgendwie ganz praktisch. Überlege allerdings, ob ich mir noch ein zweites zulege, weil ihr seht ja, na, hier ist ganz schön Gedränge. Die kleinen stecken da wie Ölsardinen drin, weil es doch relativ viel Augenpinsel sind. Also denke ich mal, wahrscheinlich braucht man normalerweise nur 3 oder 4. Bei mir sind es ein paar mehr, wie ihr seht. Ja, und dann dachte ich, gehen wir mal durch. Ihr seht auch, dass die Hälfte davon dreckig ist, was daran liegt, dass heute noch kein Waschtag war. Juti, aber fangen wir mal an mit den Gesichtspinseln. Und zwar habe ich da drei Foundation-Pinsel, die ich so in der Rotation benutze. Nummer 1 wäre der Full Coverage Face Pinsel von Bobbi Brown. Das ist die Variante mit kurzem Stiel, finde ich auch sehr praktisch. Weil man dann, wenn man sich direkt vorm Spiegel schminkt, also ich als kleine Blindschleiche gehe dann immer relativ dicht dran, plönkt man ja gerne mal dagegen. Deswegen sind mir solche Kurzzeitchen da sehr recht. Vom Auftrag her finde ich den auch ziemlich gut. Also er hinterlässt keine großartigen Schlieren, würde ich sagen. An manchen Stellen muss man dann nochmal so ein bisschen nachbessern. Aber alles in allem gesehen, auf jeden Fall ein Pinsel, den ich empfehlen kann. Ob man dafür jetzt unbedingt um die 40 Euro ausgeben muss, ist eine andere Sache. Also da gibt es dann irgendwie noch andere Kandidaten, die mir besser gefallen, die preislich ähnlich gelagert sind oder günstiger sind. Also er ist keinesfalls schlecht. Ich muss sagen, den Blushpinsel, den ich von ihr habe, mit dem kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Und auch den Blenderpinsel finde ich nicht gut. Aber wie gesagt, der Foundationpinsel macht einen vernünftigen Job. Also da gibt es irgendwie keine Beschwerden. Ist dann halt, wie gesagt, einfach die Frage, ob man dafür so viel Geld ausgeben möchte. Dann der Sigma Engelt Top Kabuki F84. Den dürftet ihr ja schon kennen aus diversen Videos von mir. Das ist aus dieser Sigma oder Sigmex-Reihe mit den Kunstbürsten. Ist das mein Lieblingspinsel? Der hat so eine leicht abgeschrägte Form und auch so ein bisschen abgerundet. Also es gibt ja einen, der noch richtig so platt irgendwie abgeschrägt ist. Der ist, wie gesagt, so eher ein bisschen rund. Was man jetzt nicht wirklich erkennen kann, weil er, wie gesagt, schön vollgeschlonzt ist mit Foundation, lässt sich super waschen. Ich finde auch, dass das Ergebnis immer sehr gut ist. Also es wird sehr gleichmäßig, keine Streifen etc. Also seit Jahren schon irgendwie ein Pinsel, zu dem ich immer wieder greife. Von dem habe ich auch noch eine Nummer 2, weil, wie gesagt, wenn nur einmal die Woche gewaschen wird, manchmal habe ich den Eindruck, dass es dann so nach 4, 5 Tagen irgendwie nicht mehr ganz so toll ist, wenn da halt schon zu viel Produkt drin ist, und dann wechsle ich gerne zu einem anderen. Deswegen hatte ich mir auch mal einen zweiten zugelegt. Ja, aber ansonsten der F84 von Sigma auf jeden Fall eine Empfehlung. Also wenn ihr nicht, also ganz so viel kann man natürlich auch nicht sagen, weil ich glaube, die liegen mittlerweile auch bei irgendwas um die 27 Dollar. Ich weiß nicht, wie teuer es ist, wenn man die hier irgendwo in einem Shop bestellt. Also günstig ist dann natürlich auch anders, aber der ist meiner Meinung nach sein Geld definitiv wert. Kommen wir zu dem teuersten Kandidat und einem der Neuzugänge in meiner Pinselsammlung. Das ist das gute Stück hier von Artis, was ich bei Net-a-Porter bestellt habe. Und ich muss sagen, auch wenn der wirklich arschteuer ist, also natürlich noch kein Vergleich mit Hakuhodo oder anderen High-End-Pinselmarken aus Japan. Für einen Foundation-Pinsel, für das, was er machen soll, ist er schon ziemlich teuer, aber der ist wirklich gut. Also da war ich doch sehr erstaunt, dass der so gut funktioniert.
Ich habe mal geguckt, also Lily Pebbles hat ja neulich ein Video gemacht und sie war ja in der Lage, da mal den Entwickler von diesem Pinsel zu treffen, der dann auch erklärt hat, wie man das auftragen soll. Also eigentlich seid ihr angehalten, damit die Foundation irgendwie in einem Rutsch aufzutragen, also ohne abzusetzen. Ihr benutzt das Ding wirklich so, also wie man sich vorstellt, dass man irgendwie so eine Bürste benutzen würde im Gesicht, vielleicht für eine Gesichtsreinigung, also tatsächlich so in dezenten Streichbewegungen. Wie gesagt, man soll angeblich nicht absetzen. Ich tue es trotzdem, also ich benutze dann einfach den so in langen Strichen und hier unten schön am Kinn und dann oben über die Stirn. Ihr kommt auch richtig gut in den Nasenwinkel erstaunlicherweise. Da hatte ich auch am Anfang Bedenken, weil der ja doch, also na, im Vergleich zu meiner Hand, ist ja schon ein bisschen Fläche. Dachte ich erst, das wird wahrscheinlich hier so um, wie gesagt, diese gerade die Nasenfalte nicht so toll klappen. Funktioniert aber wunderbar. Das einzige Manko ist, der ist so groß, dass ich damit nicht richtig in den Augenwinkelbereich komme. Also dafür bräuchte ich dann einen anderen Pinsel oder den in der Nummer kleiner. Da bin ich nämlich momentan noch am Überlegen. Es gibt von dem ja auch eine, ist das die 7 oder noch einer drunter, die kleinere Version. Ist dann vielleicht irgendwie so die Größe, die für, glaube ich, sonst Highlighter, aber halt auch für Concealer für den Augenbereich gedacht ist. Ja, da bin ich, wie gesagt, noch am Überlegen, ob ich da in den sauren Apfel beiße und die mir zulege, weil, wie gesagt, der Foundation-Pinsel mir hier richtig gut gefällt. Das Ergebnis ist so, wie wenn ihr mit einem Beauty-Blender arbeitet. Und wie vielleicht einige von euch wissen, bin ich da nicht der größte Fan vom Beauty-Blender. Mich nervt einfach dieses Rumgeboppe im Gesicht. Aber das ist halt auch eine Präferenz. Andere Leute benutzen ja nichts anderes. Von daher, also wenn ihr irgendwie das Pinsel-Äquivalent so vom Auftrag, das ist dann wirklich dieser Flawless-Look, wo man irgendwie nicht sieht, dass ihr Foundation auf dem Gesicht habt. Also, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Klar, sieht's irgendwie, hängt ja auch von der Foundation ab. Also wenn ihr eine habt, die irgendwie Full Coverage ist, dann ist es schwierig, so zu tun, als wäre das keine Foundation. Aber es gibt halt irgendwie keine Streifen, sondern es wird alles ganz ebenmäßig verteilt und sieht dann einfach nur wie glatt gebügelt aus. Also ganz toll. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie keinen Bock auf den Beauty Blender habt, aber irgendwas sucht, was das gleiche Ergebnis produziert, dann wäre der Artis, das ist übrigens die Nummer 8, Oval 8, euer Kandidat. So, ihr gewillt seid, ein bisschen mehr vom Pinsel auszugeben. Reinigung finde ich übrigens bei dem auch gar nicht so schwierig. Ich benutze, kann ich hier gleich mal dazu sagen, von Dalli Haushaltsbla-Seife Kernseife. Ganz einfache. Es gibt übrigens, ich habe ja gehört, angeblich soll es die auch einzeln geben. Ich habe überall nur die Dreierpacks gesehen, deswegen habe ich einen Dreierpack gekauft. Auch egal, wird irgendwann leer. Bewahre halt das Stück, was ich benutze, immer in so einer kleinen Seifendose auf und gut ist. Damit, wie gesagt, reinige ich auch den. Da der ja so vollgestopft ist mit Haaren, Borsten, wie auch immer, ich glaube, es ist ja Kunstfaser, irgendeine spezielle Faser da irgendwie patentiert. Da der ja so dicht gebunden ist, dringt das Produkt, sagt zumindest der Hersteller, nicht so tief ein, sondern bleibt eher an der Oberfläche. Ich finde, wie gesagt, das ist ganz praktisch. Man kann ja mit der Form auf so einer, könnt ihr euch ja vorstellen, auf so einem Seifenstück von der Größe her passt es ganz gut, schön langschrubbeln. Ich habe übrigens immer in der linken Hand oder ich bin ja Rechtshänder, also links dann so einen Haushaltshandschuh, die diese Anti-Rutsch-Noppen irgendwie auf der Handfläche haben zum Abwaschen an. Damit kann man nämlich auch schön, finde ich, irgendwie so ein bisschen drüber schrubbeln. Ist zwar nicht ganz so, also wie diese Noppenteilchen, die es jetzt mittlerweile auf, keine Ahnung, dem Sigma-Handschuh und ich glaube For Your Beauty hatte ich neulich bei Jana gesehen, diese Rossmann-Marke, die haben ja jetzt auch irgendwie so ein Dupe-Dingens rausgebracht, wo ihr halt so eine Art Schrubbelbrettchen habt, wo ihr dann den Pinsel irgendwie drauf rumschrubbeln könnt, um da besser in die Fasern reinzukommen. Aber ist wie gesagt bei dem irgendwie nicht wirklich nötig, finde ich. Kernseife, Handschuh, Schrubbel, Schrubbel irgendwie. Das Ganze dann nochmal gut abspülen. Und dann klemme ich den immer so. Also die anderen Pinsel kann man ja glatt hinlegen. Funktioniert hier natürlich nicht. Ich will ihn aber auch nicht so trocknen lassen. Ist vielleicht nur meine Einbildung, aber ich habe immer Sorge, wenn das Wasser dann hier runterläuft, dass sich da irgendwie der Kleber oder was weiß ich nicht lösen könnte. Deswegen klemme ich den einfach immer. Ich habe in der Küche meinen Nagellack,
Aufbewahrungsteilchen stehen und da drauf irgendwie noch so kleine Douglas-Boxen, also klemme ich die genau dazwischen, dann hängt das Teilchen hier so schön in der Gegend rum und kann vor sich hin trocknen. Dauert allerdings auch wesentlich länger, die Trocknerei, als bei einem normalen Pinsel, wenn hier halt erstmal überall richtig die Feuchtigkeit drin sitzt, ne? Es gibt von dem Hersteller, ich verlinke euch einfach mal das Video von Lilly, die hat ja den ganzen Kram irgendwie zugeschickt bekommen, inklusive dem Reinigungsding, so ein putziges Brettchen, was aber, glaube ich, selber auch schon irgendwie 40 Pfund kostet, worauf man dann irgendwie das Ding abwischen soll. Dafür würde ich jetzt ehrlich gesagt kein Geld ausgeben wollen, dann würde ich mir lieber noch einen anderen Pinsel für die Summe kaufen. Ja, also deswegen Kernseife, Schrubbelhandschuh und so rum getrocknet und gut ist. Das ist also Nummer 3 und momentan wirklich der am häufigsten benutzte Kandidat. Dann kommen wir zu Puderpinseln. Da habe ich einmal den Chico Hodo Powderpinsel aus dieser pinken Reihe. Der ist für einen Puderpinsel ziemlich fluffig. Deswegen benutze ich den auch nur in Verbindung mit Pudern, oder andersrum, die benutze ich halt dann, wenn ich irgendwie keinen Puder auftrage, der jetzt irgendwie noch zusätzlich Deckkraft geben soll, sondern einfach nur, um das Ganze ein bisschen zu mattieren. Denn ansonsten, wie gesagt, also dadurch, dass der so flauschig fluffy ist, finde ich, ist es halt schwieriger, eher eine Deckkraft aufzubauen. Also da müsste man schon ganz schön rumboppen, worauf ich dann, wie gesagt, keine Lust habe. Also deswegen dann eher, wenn es nur so über eine Foundation, die sowieso schon hohe Deckkraft hat, wo ich dann halt einfach nur noch ein leichtes Puder rübergebe, da ist der sehr gut. Ich überlege schon, eigentlich könnte man den, glaube ich, auch mal für Blush probieren. Mal testen. Der andere Puderpinsel ist die Nummer 11 von Rain Goss. Als damals, wer war denn das? Pam Make-up, glaube ich. Ein UK-Shop hatte damals noch Goss im Angebot. Muss auch schon 2 Jahre oder so her sein. Er hat ja dann irgendwann umgestellt und hatte dann nur noch 2 Retailer, wenn ich mich recht entsinne. Einmal Beautylish und irgendwie eine andere Möglichkeit zu bestellen. Ja, also damals gab es sie halt noch in UK. Da habe ich dann zugeschlagen, einmal ein Augenpinselset bestellt und einmal den Pinsel hier. Den benutze ich, wie gesagt, nonstop als Puderpinsel. Der ist irgendwie fester gebunden. Also trotzdem flauschig, aber fester gebunden. Ihr seht auch, meiner hat immer so eine schöne Delle vom Rumstempeln. Wenn ich einen Puder benutze, wie zum Beispiel den Too Faced Foundation Puder, dann presse ich den halt eher in die Haut, um die Foundation da nicht so rumzuwirbeln und um entsprechend noch ein bisschen Deckkraft zu kriegen. Ist wirklich super. Also ich muss gestehen, ich hab früher Wayne irgendwie auch regelmäßig geguckt, habe ihn aber dann irgendwann entabonniert, weil, weiß ich nicht, seine Videos haben mir irgendwie nicht mehr wirklich was gebracht. Deswegen, ich habe ihn eine ganze Weile lang einfach nicht mehr geguckt und dachte mir dann, das macht dann auch keinen Sinn. Also ich brauche die Videos dann auch nicht in meiner Inbox, wenn ich sie mir nicht mehr angucke. Deswegen, wie gesagt, habe ich ihn schon eine Weile nicht mehr abonniert. Aber was so seine Pinsel anbelangt, gibt es, glaube ich, wenig Vergleichbares. Also die sind extrem gut gemacht. Da lohnt sich auch das Geld, muss ich sagen. Also wenn ihr Pinsel, natürlich, wenn es wieder so ein Set ist, wo irgendwie von, weiß ich nicht, 10 Pinseln 4 dabei sind, mit denen ihr nichts anfangen könnt, dann ist es immer doof. Kann man natürlich dann versuchen zu verkaufen, aber wenn ihr von den kleineren Sets einen findet, wo alles mit dabei ist, was ihr irgendwie so täglich benutzt, dann kann ich auf jeden Fall euch nur dazu raten, dafür das Geld auszugeben, weil die sind einfach richtig gut verarbeitet, die lassen sich wunderbar säubern, die performen halt einfach so, wie man sich das wünscht. Da ist irgendwie kein, ich wünschte, der würde das und das noch besser machen, sondern die machen einfach ihren Job. Mit dem bin ich wirklich richtig glücklich. Jo, und dann kommen wir noch zu meinem Konturpinsel. Da benutze ich von Soeva den 127 Luxe Sheer Cheek, heißt das gute Stück. Ist auch wieder so ein angeschrägter, mag ich irgendwie gerne, weiß nicht, diese Form funktioniert irgendwie für mich immer ganz gut. Werdet ihr gleich sehen, mein Blushpinsel ist auch so gearbeitet. Ja, also wie gesagt, eigentlich ein Blushpinsel. Ich benutze ihn zum Konturieren. Ich finde auch, dass er zum Konturieren ganz gut geeignet ist. Der ist jetzt nicht mega breit, sodass man den schön gezielt auftragen kann. Verblendet irgendwie gleichzeitig ganz gut. Also habe ich auch schon ewig, bin ich sehr zufrieden mit.
Was ich übrigens neulich gesehen habe, wusstet ihr, dass Soeva mittlerweile bei Selfridges verkauft wird? Das fand ich dann doch erstaunlich. Die haben sich ja ganz schön gemacht. So, und mein Löschpinsel. Glaube ich so. Ja, das ist Klebeband da. Weil der aber mittlerweile schon auseinandergefallen ist. Den besitze ich nämlich, ich würde sagen, 4 Jahre. Dürften 4 Jahre sein, die ich das gute Stückchen habe. Das ist aus einem No-Name-Set von Walmart, was es glaube ich mittlerweile auch nicht mehr gibt. Und das ist so mit Abstand der beste Rougepinsel, den ich bis jetzt hatte. Also da gibt es für mich selbst von den richtig teuren Dingern noch keinen, der es irgendwie besser hinkriegt. Ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben. Das ist halt auch so eine Kunststoffborsten. Der hart nicht. Also wie gesagt, das einzige Problem, aber ich habe ihn halt auch schon so ewig und der hat bestimmt hier auch öfter mal Wasser geschluckt beim Reinigen. Das Einzige war halt, dass irgendwie der Stiel auseinandergegangen ist, aber Klebeband rum und dann funktioniert er immer noch, weil hier ist alles in Ordnung. Wie gesagt, keine Haare verloren. Er ist irgendwie breit genug. Also genau diese Breite mag ich auch. Ich habe ja ein ziemlich großes Gesicht, unübersehbar. Und da finde ich solche kleinen Pinsel ehrlich gesagt ein bisschen nervig beim Auftrag, weil ich schon ganz gerne irgendwie großzügig und großflächig irgendwie mit Blush hantiere, wie man dann ja auch immer sehen kann. Von daher funktioniert der für mich halt am besten. Ich suche ja immer noch einen Ersatz, aber ich habe noch keinen gefunden, der exakt so ist wie der. Also so ähnlich, ja, aber keinen, der so hinbekommt wie der hier. Der, glaube ich, damals bei, was ist dieses Set hat, glaube ich, bei Walmart, also unter $10. Da waren noch ein paar andere Pinsel mit drin, mit denen ich nie so richtig warm geworden bin. Es ging mir eigentlich auch immer nur um den. Was soll man sagen? Kommt man hier leider nicht ran, was ich extrem nervig und doof finde, weil ich von dem schon gerne ein Backup hätte. Ja, mein heißgeliebter Blushpinsel. Und zum Verblenden von Blush benutze ich den. Was bist du? Du bist der Multitask Brush von Real Techniques. Kommt halt immer zum Einsatz, wenn ich das Blush aufgetragen habe, um wie gesagt nochmal so schön komplett rüber zu schrubbeln. Ich überlege gerade, habe ich den auch schon für andere Sachen benutzt? Ich glaube, ich hatte ihn auch so zum Auftragen von Blush mal benutzt, aber. Irgendwie hat er seine Bestimmung, oder seine Bestimmung bei mir ist zumindest irgendwie das großzügige Ausblenden von den Clownsbäckchen, die ich hier verursacht habe. Ja. Was ich bei denen sehr gut finde, dass dieser Stiel irgendwie so lang ist. Also beim Waschen muss man immer ein bisschen aufpassen, dass da kein Wasser, so wie ihr es gerade gesehen habt bei meinem Blushpinsel, dass halt irgendwie hier kein Wasser rankommt oder reinläuft, sonst löst sich hier irgendwann im Laufe der Zeit mal der Kleber. Und da finde ich diese Lösung ganz gut. Da merkt man halt auch wieder, dass das irgendwie von zwei Damen entwickelt wurden, die sich irgendwie mit dem Metier auskennen und sich was dabei gedacht haben. Also das finde ich sehr gut. Ich wünsche, das würden andere Firmen auch mal übernehmen, dass man da so ein bisschen mehr Sicherheit hat. So, Mann, das war ja schon ganz schön lange Gequakel für einen Bruchteil. Dann machen wir mal ein bisschen hinne. Concealer. Relativ neu, aber schon ganz fleißig dabei ist mein The Conceal, heißt das gute Stück von Marc Jacobs. Der hat halt auch so eine angeschrägte Form. Und damit kommt man wunderbar, vor allen Dingen so in den Augenwinkelbereich, verteilt den Concealer auch sehr gut. Sorgt jetzt aber nicht dafür, dass die Deckkraft verloren geht. Also mit dem bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Ein ähnliches Teilchen ist der Domed Shadow Brush von Real Techniques. Ich habe irgendwann vor Jahren mal 2 oder 3 Sets von den Pinseln gekauft. Deswegen, ja, davon ein Teil in Gebrauch. Ich konnte auch nicht mit allem was anfangen. Den, wie gesagt, finde ich auch ganz gut. Bei dem wünsche ich, also was Marc Jacobs dem hier voraus hat, ist klar zum einen der Preis. Die Optik, aber halt auch wieder dieses Angeschrägte, was ich eben sehr gut finde und irgendwie sehr effektiv für den Augenwinkelbereich. Aber der macht den Job auch gut. Also von daher
Wenn es eine Preisfrage ist, dann kann man auch mit Real Techniques gehen. Und der Setting Brush von Real Techniques ist der Pinsel, mit dem ich dann gerne eher dünnflüssige Concealer so unterm Auge verblende. Also wo man ja eh schon ein bisschen mehr Fläche hat, um da so rüber zu gehen, finde ich, macht er sich sehr gut. Wie ich schon gerade bei dem anderen gesagt habe, die lassen sich halt sehr gut auswaschen. Also auch gerade was so Cremeprodukte anbelangt, finde ich, funktioniert das immer sehr gut und geht schnell, dass die dann wirklich richtig sauber sind. Wie gesagt, alle kriegen irgendwie hier ihren Schwung Kernseife ab. So, das also die drei Concealer-Dinger und dann kommen wir zu den Augenpinseln. Wie machen wir denn das am besten? Fangen wir mal an. Also, in eher ungeordneter Reihenfolge, fürchte ich. Von Sigma, der Tapered Blending E40. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Nummer jetzt noch stimmt, aber es ist so ein kleiner Besen, würde ich sagen. Den benutze ich immer für so Verblendefarbe unterm Braunbogen. Und zwar schon seit Jahren und auch nur ausschließlich dafür. Er ist jetzt weder der weicheste Pinsel, den ich habe. Aber keine Ahnung, irgendwie der macht seinen Job. Also ich habe nie in Frage gestellt, mit dem was anderes zu machen oder aber einen anderen Pinsel dafür zu benutzen. Hat sich einfach so entwickelt. Er ist immer derjenige, der speziell für die Bereiche dran ist. So, dann habe ich eine Sammelleidenschaft, was Pinsel anbelangt, die man so zum Verblenden benutzen kann oder die irgendwie so ein bisschen sind wie der 217er von MAC. Fangen wir mal an mit einem, der wesentlich fluffiger ist als der 217er, und zwar ist das von Chikohodo, der GSN10. Der sieht so aus. Der ist doch relativ rund gebunden und wie gesagt, vom Widerstand her auch. Also nicht, er ist halt nicht so fluffig wie der, weswegen ich den eben auch nicht unterm Augenbrauenbereich verwende. Aber er ist jetzt auch wieder nicht so fest gebunden, dass ich ihn unbedingt dazu benutzen würde, wenn ich ganz präzise eine Farbe auftragen will. Den nehme ich für so eine Transition Color. Also es sind ja bei mir sehr häufig irgendwelche Move-Töne. Und damit verteilt lassen sie sich wunderbar verteilen. Ihr habt eben dann nicht so einen harten Farbauftrag, sondern der verblendet halt gleichzeitig. Also den finde ich richtig gut. Habe ich übrigens bei CD Japan bestellt, kann ich euch auch gerne nochmal verlinken. Gab ja diverse Hauls irgendwie von der Butze. Ich war mit bis jetzt allem, was ich da bestellt habe, zufrieden. Die Abwicklung hat immer gut geklappt. Also von daher, wenn ihr euch so für Chikohodo Pinsel interessiert, das ist ja die etwas günstige, naja, kann man auch nicht sagen, da gibt es auch exorbitant teure Pinsel, aber vielleicht teilweise etwas günstiger als Hakuhodo, dann wäre das, wie gesagt, was man sich mal angucken kann. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch mal die Haul-Videos, dann könnt ihr nochmal äugeln. Dann habe ich wieder von Soeva zweimal den gleichen Pinsel, und zwar die 227, den Soft Definer Vegan. Für mich ja einer der besten Blendepinsel, also wirklich rein nur Blendepinsel. Nichts mit Farbe auftragen, einfach nur um Farben zu verblenden. Da macht der, sind eben Kunststoffhaare, macht der, oder Synthetikhaare, macht der 350.000 Mal, macht der, ist ja furchtbar heute. Die 227, der beste Blendepinsel, wo gibt, also für mich jedenfalls. Deswegen habe ich den ja auch zweimal. Wie gesagt, der ist bei mir auch ständig, jeden Tag im Einsatz. Oh, bevor wir zu meinen 217er kommen, hier noch ein Pinsel, den ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen darf. Und zwar ist das die Nummer 19 von Wayne Goss. Wie gesagt, der war halt Part eines, ich glaube, fünfteiligen Pinselsets, was alles so den Bereich Augen abdeckte. Den benutze ich eben auch für die Transition Color, Übergangsfarbe, wie auch immer ihr das nennen wollt. Mit dem kann man sehr gut Farbe auftragen und gleichzeitig verblenden. Also wie gesagt, die Verarbeitung ist einfach unglaublich gut und ich bin mit dem rundherum zufrieden. Also wenn ihr so dieses Augenset, irgendwie dieses kleinere Augenset mal seht, ist ja auch bald wieder Weihnachten, ne? Kann man schon mal im Hinterkopf behalten oder für einen Geburtstag, dann wäre das was ich definitiv auf meine Liste setzen würde. So, dann wie angedroht habe ich, da ist ja noch einer, eine Güte,
Auch eine hübsche Sammlung von dem Original 2.17er und dem Sigma-Nachbau, einem Art-Deco-Nachbau, einem Delium-Nachbau und die 227 der Luxoft Definer mit den natürlichen Haaren. Also es gibt ja, wie gesagt, die Vegan-Variante, die sieht so aus. Und das ist dann die mit dem Ziegenhaar. Machen im Endeffekt alle den gleichen Job. Und am besten macht ihn, muss ich aber sagen, und da kann sich auch der 217er mal hinter verstecken, der Chikorodo T7. Auch wieder mit so einem kurzen Stiel, was mir wie gesagt sehr gefällt. Und der ist halt fester. Ihr seht ja schon so vom Größenvergleich hier doch ziemlich aufgepufft, der 217er und relativ schmal, der von Chikorodo. Aber wie gesagt, also mit dem kann man halt etwas präziser Farbe auftragen. Ihr könnt ihn, wenn ihr ihn so flach benutzt, seht ihr ja, hat ja sogar Ähnlichkeit mit dem 239er, also mit einem Pinsel, den ich sonst benutze, um Farbe auf dem ganzen Lid aufzutragen, könnt ihr mit dem halt auch machen, weswegen das dann halt, also viele benutzen den 217er ja in der Art, aber dadurch, dass der so puffig ist, finde ich das mit dem Auftragen von Farbe auf dem ganzen Lid irgendwie nicht so effektiv. Deswegen benutze ich ihn tatsächlich nur, um Farbe in der Lidfalte aufzutragen. Und mit dem von Chikorodo, dem T7, würde ich dann eher schon beides machen wollen. Auch hier, wie gesagt, also Verarbeitung halt extrem gut. Die Japaner wissen schon, was sie da machen mit den Pinseln, ne? Deswegen läuft das bei denen, also bei CD Japan ja auch unter irgendwie Artcraft, also Handwerkskunst, denn das ist tatsächlich eine Kunst, was sie da machen mit den Pinseln. Ansonsten muss ich sagen, also die etwas günstigeren Varianten hier sind jetzt natürlich nicht, also natürlich hat, ist jetzt auch das falsche Wort, also sind meiner Meinung nach nicht ganz so gut wie der 217er. Der ist dann doch noch ein bisschen besser, aber wie gesagt, gegen Chikorodo kann auch der einpacken. So Eva, solide, günstig, also da gibt es nichts zu meckern. Dann kommen wir zu Pinseln, mit denen ich Puderlidschatten auftrage. Da haben wir auch wieder jede Menge. Eigentlich zu viel. Was braucht das Mensch? Braucht es nicht, hat es trotzdem. So, sind das alle? Fast alle. Hier dann noch. Und du und du. So. Das, liebe Gemeinde, sind die Pinsel, die ich so der Reihe rum und streckenweise für unterschiedliche Arten von Lidschatten benutze. Ja, um Lidschatten auf dem ganzen Lid aufzutragen. Alster wäre von Artico, der sich so ein bisschen von der Form her anlehnt an den 239 von MAC, den wir hier haben, das Original. Dann haben wir vom Body Shop den, ich glaube, der heißt einfach nur Eyeshadow-Pinsel. Bei dem, ja, ist auch das Problem, den habe ich ja auch schon zig Jahre, dass er langsam auseinanderfällt. Dann haben wir hier die 234. Das war so eine Gratisbeilage von Soeva 234. Sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Das war diese Roségold-Gratisbeilage damals von der Zeitung. Hier haben wir wieder einen von Wayne Goss und zwar die Nummer 18. Auch einer meiner absoluten Lieblinge. Extrem, also somit einer der flauschigsten, die trotzdem sehr gut Farbe aufs Lid bringen. Das ist ja auch immer noch so eine Sache, ne? Flauschig heißt ja nicht gleich gute Farbabgabe. Dann habe ich hier von Tease einen Pinsel, der irgendwann mal in der Glossybox, glaube ich, drin war. Also gekauft habe ich ihn definitiv nicht. Der war meiner Meinung nach, wie gesagt, irgendwie Boxinhalt. Models Own Eye Shading Brush. Ihr seht ja, die Form ist eigentlich bei fast allen gleich.
Die etwas fluffigere Variante von Japonesque, die Nummer 230, die man auch schon fast so ein bisschen zum Verblenden nutzen kann. Wie gesagt, der ist hier halt relativ puffig. Die BP035 von Koyudo, der ist extrem flauschig, packt dafür aber auch nicht so viel Pigment. Also entweder, wenn ihr jemand seid, der es, heißt immer dieses schöne Soft Wash of Color, also nur so ein bisschen Farbe haben wollt, dann ist sowas sehr gut. Oder zum Beispiel für jemanden, der eben empfindliche oder sehr empfindliche Lider hat und da nicht mit jedem Kratzi-Kratzi-Pinsel klarkommt. Jo, Sonja Kaschuk, der kleine, ist die Nummer 106, das ist so diese zwergige Variante von Lidschattenpinsel für jemanden, der halt nicht so viel Fläche hat oder vielleicht auch nur kleinflächig irgendwie was auftragen möchte oder zum Beispiel auch für die untere Linie, die untere Wasserlinie wollte ich sagen, was vom Quark, aber ihr wisst schon, ne? So am unteren Wimpernkranz und die Farbe aufzutragen, dafür finde ich den sehr gut. Den von Essence, muss sagen, also den benutze ich tatsächlich nur für einen Lidschatten und zwar für meinen Accessorize Lidschatten, der, obwohl er eigentlich ein Puder-Lidschatten ist, eine sehr cremige Textur hat und wo ich bei anderen Pinseln dann eher das Problem habe, dass man das Pigment irgendwie nicht so gut aufnehmen kann, habe ich dann irgendwann mal im Laufe der Zeit festgestellt, dass es mit diesem Essence-Pinsel wunderbar funktioniert. Der einzige Grund, warum ich den nicht empfehlen würde, obwohl ich ihn regelmäßig benutze, wie gesagt in Kombination mit dem Lidschatten, obwohl ich den schon jahrelang habe, blutet der immer noch aus. Also jedes Mal, wenn ich den wasche, kommt lila Farbe raus. Das finde ich jetzt nicht so richtig toll, muss ich sagen. Aber ich habe bis jetzt auch noch keinen anderen gefunden, der, wie gesagt, meinen Lieblingslidschatten besser aufträgt. Jo. Dann toll. Haben wir hier einen von Koyudo und ich glaube, das müsste dann die BP033 sein. Das Blöde bei denen ist, die haben halt immer nur die Firma draufstehen, aber sie schreiben nicht drauf, welche Pinselnummer das ist. Welcher Stil oder was auch immer. Deswegen weiß ich jetzt leider nicht genau, ob das die BP033 ist. Der ist im Vergleich zu dem anderen, wenn ihr mal so gucken wollt, etwas ovaler geformt. Hier ein bisschen spitzer zulaufend. Auch so ein kleines bisschen bäuchiger. Lässt sich also auch zum Verblenden ganz gut benutzen. Ist wie gesagt sehr flauschig, bringt dadurch aber nicht so viel Pigment aufs Lid. Und dann haben wir hier den letzten, auch vom Body Shop. Und zwar, ich glaube, das ist der Nachfolger von. Wo bist du? Da ist er. Ich glaube, das ist der Nachfolger von dem hier. Ist aber weiter, dicker gebunden und ich präferiere den alten. Also der war irgendwie besser zum Lidschatten auftragen als der hier, fand ich. So, jetzt sind wir schon bei den Pointy-Teilchen angekommen. Wir haben es also fast geschafft. Pointy hier, naja, du bist der Halbpointy. Ach so, Creme-Lidschatten. Es nimmt kein Ende. Machen wir mal kurz mit dem Creme-Lidschatten weiter. Dafür benutze ich zwei, also Creme-Lidschatten im Sinne von, wenn ich einen Paint Pot auftrage oder Maybelline Color Tattoo, so eine Produkte, dann benutze ich gerne die. Einmal die 233, den Cream Shader, auch wieder von Zoeva. Sind über die Jahre eine ganze Menge von Zoeva-Pinseln bei mir eingezogen. Wie gesagt, an der Qualität gibt es da definitiv nicht zu meckern. Und dann habe ich hier von Urban Decay, ich glaube, der war aus der, war der aus der ersten? Nee, war in der ersten Pinsel drin. Also aus einer der Naked-Paletten, kann auch aus der zweiten gewesen sein, habe ich den hier. Und wie gesagt, die beiden finde ich sehr gut für Creme-Produkte, lassen sich auch sehr gut auswaschen dann. Das sind halt auch immer so eine Sachen für Creme-Produkte, benutze ich halt eher synthetische Borsten. Ich finde das mit den Naturfasern immer nicht so richtig dolle. Weiß auch nicht warum. Das funktioniert jedenfalls mit denen sehr gut. Dann kommen wir, wie gesagt, noch zu den
Pointy-Teilchen, die ich immer benutze, um Farbe, wie gesagt, etwas gezielter, so zum Abdunkeln vom äußeren Augenwinkel oder so und für die Lidfalte. Da haben wir, womit fangen wir mal an? Einen, den ich auch seit Jahren schon benutze, von Delium, die 781. Wirklich extrem gut. Also Delium ist jetzt auch relativ günstig. Ich hatte damals vor, keine Ahnung, war es 2011 oder 2012, wo die Make-up-Show Europe hier war, da habe ich mir den gekauft und seitdem benutze ich den ständig. Immer noch die gleiche Form, lässt sich super waschen, trägt Farbe super auf, kann man wunderbar auch schon so ansatzweise mit verblenden. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann haben wir hier die Nummer 20 von Rain Goss. Der ist ein bisschen schmaler, also damit lässt sich noch präziser arbeiten. Mit dem trage ich halt auch gerne Farbe dann so am unteren Wimpernkranz auf, weil man, also wie gesagt, dadurch, dass er so schmal ist und so fein, kann man halt schon sehr schön präzise arbeiten. Die T8, auch wieder von Shikohodo, auch ein super Pinsel. Seht ihr ja auch hier sehr fein und spitz zulaufend. Wenn ihr irgendwie sowas wie eine Cut Crease macht oder so, perfekt dafür. Ganz toll. Dann habe ich noch, der heißt einfach nur Eyeshadow Rush, auch von Shikohodo. Wie gesagt, gleiches Modell, spitz zulaufend, sehr fein, sehr präzise. Wunderbar verarbeitet. Und von Shu Uemura, die 5R Pure Kolinsky. Der ist im Gegensatz zu den anderen nicht ganz so bauchig und auch viel feiner. Wie gesagt, auch damit halt schön präzises Arbeiten möglich. Aus denen könnte ich jetzt noch nicht mal so wirklich meinen Favoriten bestimmen. Ich finde, die sind halt alle gut. Ja. Oh, dann hätte ich den kleinen Elfi hier fast noch vergessen. Einer, der so eine Mischung ist aus Pencil und Blende Pinsel, ist die. Wie heißt du denn? Du hast einfach nur Blending Eyebrush. An den können sich vielleicht ältere, also ältere im Sinne von schon länger dabei, Zuschauer erinnern. Den gab es nämlich, glaube ich, irgendwann mal ziemlich am Anfang in der Glossy Box. Meiner, deswegen sieht der auch nicht so aus wie das Original, war etwas verschnitten und zwar hatte der hier irgendwie so einen lustigen Iro, also standen hier irgendwelche Haare ab, das ging überhaupt gar nicht beim Verblenden, deswegen habe ich dann mal kurzerhand dafür gesorgt, dass er eine neue Frisur bekommt und seitdem er die neue Frise hat, ist er einfach nur perfekt, um Farbe im äußeren Augenwinkel aufzutragen und gleichzeitig die Farbe auch zu verblenden, also damit bekommt ihr einen eher soften Auftrag hin. Und das, weiß ich nicht, also das funktioniert bei mir immer ganz problemlos, ohne dass man sich da viel Mühe geben muss. Das ist auch so ein Hauptkriterium bei mir für einen guten Pinsel, dass man halt das Produkt gut einarbeiten kann, ohne sich da, weiß nicht, also ich verbringe keine 3 Stunden mit Verblenden, das soll bitte irgendwie alles relativ pronto funktionieren. Und da ist erstaunlicherweise dieses günstig Teil, was glaube ich bei 11, weiß ich nicht, 1 Dollar kostet. Keine Ahnung, was die hier in Deutschland nehmen. Also auf jeden Fall ist es ein Schnäppchen und man kann jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass so die Haarqualität, wenn man es mal so anfasst, irgendwie die beste ist. Und die Verarbeitung sicherlich auch nicht, obwohl dafür, dass ich ihn schon so lange habe, sieht der immer noch ganz gut aus. Egal. Ihr seht jedenfalls, es gibt auch durchaus sehr günstige Varianten, die trotzdem einen wunderbaren Job machen. Das ist hier das Paradebeispiel. So. Oh, noch ein. Aber jetzt ist dann wirklich Schluss. Und zwar, der Detailer Brush von Real Techniques ist der Pinsel, den ich immer für den inneren Augenwinkel benutze, für einen Highlighter. Ist auch der einzige. Gibt es keine Frage, macht ihm keiner Konkurrenz. Sehr gut. Das war es jetzt aber tatsächlich. Pui! So, dann hatte ich überlegt, ob ich eventuell, so ich nächste Woche dazu komme, euch mal meine Foundation-Sammlung zeige. Könnt ihr mich ja wissen lassen, ob ihr da Interesse dran habt.
Im Übrigen ist das keine rhetorische Frage. Es interessiert mich wirklich. Würde es mich nicht interessieren, würde ich euch nicht fragen. Von daher wäre es sehr nett, wenn ihr mir dann antworten könntet. Untertänigsten Dank. Dann wünsche ich euch jetzt ein zauberhaftes Wochenende. Achso, wir haben ja Pfingsten. Ist für die arbeitende Bevölkerung immer ein bisschen schwierig, weil ich arbeiten gehe am Wochenende. Egal, ich hoffe, ihr hattet ein zauberhaftes Wochenende, wann auch immer ihr das schaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.